Hallo, und heute geht es mal darum, wie ich von dieser Terrasse da oben in die noch zu entstehende Tür komme. Ich zeige euch mal etwas näher, was ich hier eigentlich meine. Aber ich glaube, das wird etwas komplizierter, weil bis jetzt hat noch keiner verstanden, was ich hier eigentlich machen will. Also Dachdecker nicht. Also ich zeige es euch mal. Es war von diesem dicken Balken aus. Da unten, da fehlt was. Genau da. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt entlang, habe ich mal pro forma hingelegt, dieser Dachlatte, da mit den beiden Schraubzwingen, jetzt da hoch eine Treppe mache, die soll dann später in dieses freie Feld hineinführen. Dazu muss ich allerdings links und rechts jeweils einen Stützbalken anbringen, der nach unten fortläuft, also auf beiden Seiten, damit ich da und da jeweils unterhalb der Bretter eine Konsole ansetzen kann, die diese Laufbohlen halten. Und das Stück in der Mitte, sprich den waagerechten Balken und den senkrechten Balken, ich dann nachher rausnehmen kann, damit ich hier eine Treppe einbauen kann. Und das wird jetzt Bestandteil dieses Videos sein. Also ich meine jetzt mal nicht die Treppe selber, weil das ist ein anderes Projekt, sondern die Stützkonstruktion, die da oben rein soll. Also, fangen wir einfach mal an. Also zunächst gehe ich mir erstmal die Balken holen. Das sind also jetzt mal 4 Meter bis unter den Laufbohlen. Und ich muss jetzt noch irgendwie gucken, 2,50 Meter in die Höhe zu kommen. Das helle da im Bild, das ist der zu installierende Balken. Und das leicht angekokelte daneben, das stammt übrigens noch aus dem Zweiten Weltkrieg, als diese Scheune hier mal abgebrannt war, soll mir jetzt als Rutsche dienen. In der Höhe habe ich das jetzt mal so eingestellt, da mittig, dass wenn ich mit diesem hellen Balken da oben aufsitze, ich nach oben genau 4 Meter habe, da wo ich hin muss. Ob das funktioniert? Naja, wird sich rausstellen. Unter Zuhilfenahme eines Seiles werde ich jetzt durch diesen Schlitz da oben versuchen, den Balken hochzuziehen. Jetzt mache ich mal den ersten Versuch. Am unteren Bildschirmrand, an dem 12x12er Pfosten, ist ein Palsteg angebracht mit 2 Halbschlägen zur Sicherung. Manche Leute nennen das Ding auch Zimmermannsknoten, aber das hängt immer davon ab, wo dieser Knoten verwendet wird. So. Ich versuche jetzt einfach mal das Ding da hochzuziehen. Schauen wir mal.
Oben ist das Ding jetzt endlich mal. Und ich kann nicht sagen, ich bin erstmal aus der Puste. Naja, jetzt werde ich in dem Bereich hier durch dieses bereits da gewesene Mauerloch mal eine Schraubzwinge ansetzen und vorsichtig den Knoten lösen. Dann werde ich das ausrichten, das Spiel, und festschrauben. Fest ist das Ding jetzt schon mal mit einer Schraubzwinge. Und jetzt werde ich mal mit einer Schraube vorsichtig befestigen und dann die Schraubzwinge lösen, unten ausrichten und mit der zweiten Schraube befestigen. Und dann machen wir das Ding richtig fest. Soweit mal der Plan, in der Hoffnung, dass es nicht runterfällt. Also 4 Stück. Hoffe ich mal, die reichen. Mein Dachdecker sagt ja. Ist auch 4 Schrauben nimmt man mit nach oben und eine fällt runter. So Leute, ich bin fertig. Na ja, gut, also so körperlich nicht mit der Arbeit, ne? Jetzt mache ich noch den Balken da unten ab. Und dann gibt es erstmal einen Kaffee. Unter Zuhilfenahme der aufgelegten Dachlatte, die ich allerdings jetzt noch einkürzen werde, werde ich die Höhe für die Konsole des späteren Trägerbalkens ermitteln, die ich dort anbringen möchte. Mal sehen, wie oft ich jetzt umsonst renne. Also ich habe die Wasserwaage, ich habe die Säge. Ich habe den Winkel und ich habe den Bleistift. Also mal sehen, wie oft ich laufen muss. Das habt ihr gesehen, ne? Nicht, dass hier irgendwer lacht. Jetzt habt ihr gesehen, wo die Konsole hinkommt und wie ich die baue. Guckt in dem ersten Teil nach, der das Terrassendach ist mit den einfachen Zapfenverbindungen. Da ist schon so eine Konsole drin, weil die habe ich ja schon mehrfach verbaut. Moment, ich zeige es euch. Weil das sind dann diese 8 Konsole, die möchte ich jetzt halt auch noch öfter verwenden. Nur wegen der allgemeinen Optik. Und hier ist das Ding. Also, so schraube ich das jetzt an die Wand fest mit 2 Schrauben. Und dann sollte das mal halten. Nicht an die Wand, an den Balken. Thank you.
Den Übergang habe ich jetzt auch fertig. Da können dann die Dachdecker ihre Bohlen drauflegen und morgen mache ich dann den nächsten Balken, der eigentlich da jetzt irgendwo hinkommt. Neuer Tag, neues Spiel. Und zwar habe ich jetzt die beiden Streben da angebracht. Zeigt ihr euch gleich mal etwas näher. Und heute geht es darum, da unten zwei Stützkonsolen einzubauen, um diesen Balken dort zu fixieren. Also hier soll jetzt so ein Stützbalken rein, genau wie auf der anderen Seite. Mit einem 45 Grad Winkel abgefangen. Und dann schauen wir mal, wie wir das bauen. Ich zeige euch das jetzt mal aus der anderen Perspektive. Und zwar enden die Balken dort. Und werden da bis oben fortgesetzt. Da oben kommt später die Tür rein. Und jetzt geht es darum, wie gesagt, weil dieser Balken, der jetzt mittig steht, der kommt da raus, etwas weiter rechts zu diesem neuen Balken runter und eine schräge Verbindung wieder hoch, um den waagerecht liegenden Balken hier abzufangen, weil auf dem ruht das Dach. Für die Konsole nehme ich diesen 4 Meter Balken, eingeteilt in 1,20 Meter. Na, wo ist die Markierung? Und nochmal 1,20 Meter. Und der Rest ist dann 1,60 Meter, was für die Schräge reicht. Also rein mathematisch wäre es 1,76 Meter, aber da wird ja noch ein bisschen abgeschnitten und der kommt nicht ganz auf die Außenkante. Denn A² plus B² ist C². Also irgendwo 1,60 Meter sollte er noch haben. Ja. Dann säge ich das mal, weil wie sägen geht, wisst ihr jetzt. Habe ich es oft genug demonstriert. Und zwar geht es jetzt darum, an dem Balken der ja ungefähr so aussieht. Und hier kommt der andere Balken an, den jetzt so auszuarbeiten, dass der hier da mit einem mehr oder weniger spitzen Keil eindrückt. Nicht ganz so weit rein, also hier ungefähr 1,5 cm mehr nicht, das reicht. Und dann den rechten Winkel wieder und den anderen großen Balken, also hier den langen, den schrägen, eben auch auf beiden Seiten. So anzupassen, dass er nachher da fest drin sitzt. Das wird die nächste Aufgabe. So, also 15 cm vom unteren Ende entfernt, kommt dieser Balken rein. Jetzt mache ich mir auf der anderen Seite Markierung, wo das Ding wieder rauskommt. Das wäre hier. Diese beiden Punkte werde ich jetzt verbinden. Und das gibt im Endeffekt die Aussparung. Also, auf geht's. Da an der Stelle habe ich jetzt im 90 Grad Winkel einen Schlitz reingesägt. Und
und damit geht jetzt weiter. Das sollte es mal für diese Seite gewesen sein, das Ganze jetzt dreimal. Also, man freut sich über jeden Tag, wo man ein Stückchen weiterkommt. Dann legen wir mal in den rechten Winkel. Und jetzt nicht mehr wackeln. Das ist das Maß der Dinge des Abschnitts. Zeige ich mir auf der Seite jetzt an, wo er gelegen hat, damit ich ihn nachher genau wieder dahin legen kann, wenn ich unten drin anzeichnen will. So, und das ist das Ding, was wir jetzt abmachen müssen. Also, das da. Und dann sollte er rein theoretisch da reinpassen. Nachdem ich die Nasen jetzt alle ausgeschnitten habe, habe ich mir diese Versuchskonstruktion hier einfallen lassen, dass ich wenigstens einigermaßen im Winkel bin. Und dann kommt da hinten, da muss ich mir jetzt die Aussparung anzeichnen. Und wenn ich das jetzt abgesägt habe, also das Stück, dann sollte rein theoretisch rechtwinklig da reinpassen. Dann schauen wir mal. Auf geht's! Da liegt nun das erste Stück. Der erste von meinen Winkeln. Und ich würde mal die Verbindungen sind gar nicht mal schlecht geworden. Rechtwinklig ist auch. Und die andere Seite. Dann schraube ich den Mist jetzt mal zusammen und gebe mich mal an die zweite Konstruktion. Die zwei Stützen habe ich jetzt mal fertig. Also mal gesägt. Und jetzt werde ich die, nachdem ich sie auf der Erde ausgelegt habe, ausgerichtet habe und mit einem 10 Tonnen Spanngurt verspannt habe, werde ich sie mal aneinander schrauben. Jede Verbindung eine Schraube und die andere mache ich nachher dran, wenn der Spanngurt ab ist.
Jetzt sollte rein theoretisch nichts zucken. Das heißt, das Spielzeug ist jetzt schon mal stabil. Trotzdem mache ich noch die zweite Schraube rein. Upsa. Und während ihr jetzt gerade mal nicht da wart, habe ich diesen Balken, der jetzt da unten runter fehlt, mal eben darüber gesetzt. Ist noch nicht richtig fest, aber kommt gleich, weil ich brauche die Stütze, die daneben steht, um hier jetzt den waagerecht liegenden Balken hochzudrücken. Nach einer wahnsinnsaufregenden Aktion, wie man dieses Dreieck jetzt da hochkriegt und vernünftig ausgerichtet, dass es bündig zum Holz liegt und auf diesem Balken aufliegt, also unterliegt, habe ich das Winkel schön jetzt fest und werde jetzt mal die Stütze rausnehmen, um sie ungefähr 1,50 Meter weiter nach rechts wieder aufzusetzen. Also da, wo jetzt dieser Balken auf der Neukonstruktion des Dreiecks aufliegt, sollte sich jetzt nichts bewegen, wenn ich diese Stütze rausnehme. Hoffen wir mal das Beste. Tut's. Runtergekommen ist auch nichts. Jetzt nur noch auf der anderen Seite nochmal. Aber das, denke ich mal, ist Geschichte für morgen. Und wie ich hier gerade so sitze und vor mich hinsiniere, ob ich jetzt und so, da packt mich doch der Ehrgeiz. Und da habe ich nochmal angefangen. Kennt ihr das? Da guckt man irgendwo hin und guckt so lange, bis man genervt wieder aufsteht und sagt, das machen wir jetzt fertig. Und so sieht das Ganze nicht von der anderen Seite aus. Also ich finde, ja, kann man gelten lassen, oder? Jetzt baue ich da oben mal einen Balken oder eine Stütze ein, dass der Dachsparren darauf ruhen kann. Jetzt sieht er etwas besser aus,
hoffen wir auch noch, dass er passt. Fertig, und jetzt können die da von mir aus ihren Dachsparren drauflegen. Aber erst müssen die Bretter mal da oben weg. Da waren sie dann recht fleißig zugange und haben einen Übergang zur Scheune hingeschaffen, wegen der Wasserablaufgeschichte. Sieht man natürlich jetzt nicht so toll. Damit ich diesen Balken rausnehmen kann, muss ich jetzt jeweils rechts und links noch eine Dachstütze bauen. Die Treppenvorbereitung ist jetzt auch soweit. Die Treppe gibt es schon, aber noch nicht bei mir hier. Die werde ich also nicht selber bauen. Die habe ich da beim Nachbarn bei einem Abbruch entdeckt. Okay, was ich jetzt gebaut habe, das ist dieser, da wo jetzt die Leiter steht, kommt die Treppe hin. Also ich habe da oben eine Auffangkonstruktion gebaut, weil der waagerechte Balken und der mich jetzt hier senkrecht anguckende, ungefähr Bildmitte jetzt, die kommen noch raus, ebenso wie die Bohlen, und dann geht die Treppe genau bis da an die Wand ran und da oben kommt eine Tür rein. Soweit mal zum Thema Treppenaufgang, aber ihr werdet im Laufe der Zeit sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Also bis dann, bleibt mir gewogen, euer Korbisch Laborrad, und wartet auf die Treppe.